Eine Frau fasst sich vor Schmerz an den Kopf, während ein Symbol für Distanz und ein Kalender erscheinen. Du hast Beschwerden, aber die Praxis deines Facharztes ist 20 Kilometer weit weg und bietet dir den nächsten Termin erst in 3 Monaten an? Eine weitere Frau verwendet ein Blutzuckermessgerät. Du hast eine chronische Erkrankung und benötigst permanente Hilfestellung, um mit deiner Erkrankung umzugehen oder um die Beschwerden zu verringern, aber dein Arzt hat nur ein paar Minuten im Quartal für dich Zeit. Ein Mann klagt über Bauchschmerzen. Neben ihm erscheint eine Stoppuhr. Medizinische App-Icons mit unterschiedlichen Schwerpunkten tauchen auf. Dann können dir DIGA, die sogenannten Apps auf Rezept, vielleicht helfen. Ein Film der BAG Selbsthilfe zum Thema digitale Gesundheitsanwendungen. Das Wichtigste zuerst. Das Logo des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BFARM, ist zu sehen. DIGA, kurz für digitale Gesundheitsanwendungen, sind Apps, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BFARM, zugelassen werden. Laptop, Tablet und Handy zeigen die Webadresse. Dort sind sie im sogenannten DIGA-Verzeichnis gelistet. Die große Auswahl kannst du dir hier anschauen. Um ein Icon mit der Aufschrift DIGA bildet sich ein Netz aus unterschiedlichen Krankheitsbildern. Es gibt digitale Gesundheitsanwendungen für zahlreiche Krankheitsbilder. So zum Beispiel für psychische Erkrankungen, Adipositas, Stoffwechselerkrankungen und Erkrankungen der Muskeln, Knochen bzw. Gelenke. Hand hält Smartphone, auf der eine DIGA geöffnet ist. Bitte beachte, DIGA ersetzen keine Ärztin oder Therapeutin, sondern unterstützen lediglich deren Arbeit. Sie können den persönlichen Alltag von PatientInnen erleichtern. Das Handy liegt nun flach. Ein lachender Arzt erscheint auf dem Display. Ein Schreibtisch von oben. Laptop, Tablet und Smartphone sind zu sehen. Hierfür ist es wichtig, dass du dich einbringst und offen für digitale Anwendungen bist. Was kann ich mir darunter vorstellen? 3 Icons zu den Themen Herz-Kreislauf, Tabletteneinnahme und gesunde Ernährung sind dargestellt. Jedes Krankheitsbild braucht unterschiedliche Unterstützung, deswegen sieht jede digitale Gesundheitsanwendung anders aus. Die Icons verwandeln sich in 3 Smartphones mit unterschiedlichen Apps. Um den Schriftzug DIGA fächern sich 6 Symbole für unterschiedliche Funktionen auf. Viele bieten mehrere Funktionen an. Dazu zählen beispielsweise körperliche und gedankliche Übungen, Tagebücher, aber auch Auswertungen der Beschwerdeentwicklung und vieles mehr. Auf einem Handy-Display ist ein Zahnrad und Werkzeuge zu sehen. Manche verwenden Zubehör oder arbeiten mit virtuellen Realitäten. Dafür kann es sein, dass dein Smartphone bestimmte technische Voraussetzungen erfüllen muss. Wie kann ich eine DIGA bekommen? Eine Ärztin stellt ein Rezept für eine Patientin aus. Wie ein Medikament können ÄrztInnen eine DIGA verordnen, sodass die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden. Ein Brief wandert in das Gebäude einer Krankenkasse. Gesetzlich Versicherte haben aber auch die Möglichkeit, einen Antrag auf Kostenübernahme direkt bei ihrer Krankenkasse zu stellen, sofern die Diagnose schon bekannt ist. Worauf sollte ich bei der Auswahl achten? Ein lachender Mann erscheint unter einer Vielzahl an DIGA und hebt überrascht seine Hände. Da es für einige Erkrankungen mehrere Apps gibt, solltest du dich fragen, welche DIGA für dich am besten geeignet sein könnte und was du von ihr erwartest. Das Symbol für Barrierefreiheit erscheint neben dem Mann. Digitale Gesundheitsanwendungen müssen grundsätzlich barrierefrei sein. Allerdings bedeutet das nicht, dass alle NutzerInnen mit jeder DIGA gleich gut umgehen können. Der Mann schaut auf sein Tablet. Internet-Einträge sind zu sehen. Bei deiner Entscheidung können dir Testberichte im Internet oder die Erfahrungen von deinen ÄrztInnen helfen. 2 Menschen unterhalten sich vor einem Laptop. Auch in der Selbsthilfe werden Erfahrungen mit DIGA seitens der NutzerInnen ausgetauscht. Welche Daten muss ich freigeben? Laptop, Handy und Tablet mit Vorhängeschlössern. Manche DIGA stellen sehr persönliche Fragen oder nutzen die Kamerafunktion, um bei bestimmten Übungen zu helfen. Wenn du das auf keinen Fall möchtest, dann ist die DIGA für dich ungeeignet. Eine Person steht am Anfang eines Weges mit mehreren Etappen. Es reicht nicht aus, eine DIGA einmalig kurz zu testen, um eine Besserung zu erreichen.
Vielmehr bedarf es einer gewissen Eingewöhnung. Ein Mann lächelt, er hält sein Handy in der Hand. Wer sich aber darauf einlassen kann und will, für den könnte eine DIGA sehr hilfreich sein. Wenn du mehr über digitale Gesundheitsanwendungen erfahren möchtest, dann schaue unter diga.bfarm.de oder bag-selbsthilfe.de. Mit freundlicher Unterstützung des BKK-Dachverbands. Wenn du kein weiteres Video von uns verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal.